Kannst du mit Meme-Aktien Geld verdienen, vielleicht sogar reich werden? Je länger der Meme-Hype andauert, umso mehr Aktionäre fragen sich das vielleicht. Das ist für mich Grund, ein Video zu drehen und ein bisschen über Meme-Stocks aufzuklären. Mein Name ist Thorsten Tiet. Normalerweise geht es ja ums langfristige Investieren in Qualitätsaktien. Jetzt spekulieren wir mal ein bisschen mit Meme. Ja, Meme, was ist das? Sieht man hier, das sind Bilder mit kleinen Textnachrichten drauf, meistens irgendwie lustig oder sarkastisch. Wir sind hier auf Reddit, eine Gruppe, 1,6 Millionen Mitglieder hat die und da ist eine richtige Meme-Pipeline, die irgendwie niemals enden will. Das sind Meme. Und diese Meme transportieren halt immer irgendwelche Botschaften und bei Meme-Stocks, ja, da transportieren sie sozusagen steigende Kurse, dass die Aktien gepusht werden. Wir sind immer noch bei Reddit, jetzt in der sagenumworbenen Gruppe Wall Street Bets, wo alles seinen Ursprung nahm und wo nach wie vor hier die Action ist. 10,5 Millionen Mitglieder oder wie sie sich selbst bezeichnen, Degenerierte in dieser Gruppe. Warum Mitglieder, beziehungsweise warum Degenerierte und nicht Mitglieder? Ich glaube, das machen sie, um sich abzugrenzen. Abzugrenzen von wem? Vom Feind, also von der Wall Street, von institutionellen Spekulanten, von Hedgefonds, Leerverkäufern, alles ganz böse. Man weiß ja, wenn man ein gemeinsames Feindbild hat, das erleichtert den Zusammenhalt ungemein und deshalb eben hier die Bösen. Beziehungsweise sie sind die Guten. Ich persönlich meine ja, dass auch Leerverkäufer eine wichtige Rolle spielen. Leerverkäufer decken Missverhältnisse auf, decken vielleicht sogar Bilanzskandale auf, kommen nach einer Recherchearbeit zu einer Überzeugung, dass die eine oder andere Aktie eben überbewertet ist und dass dann eine Korrektur vorkommen muss und decken sich deshalb mit Aktien ein über Leerverkäufe, leihen sich also Aktien und dann wird der Bericht beispielsweise veröffentlicht. Und dann, wenn es die Börse sozusagen wahrnimmt im Sinne des Leerverkäufers, dann fällt der Aktienkurs, dann können Sie die Aktien günstiger zurückkaufen. Damit erfüllen Sie eine Funktion, nämlich Sie sorgen dann für zusätzliche Transparenz im Aktienmarkt und das Geld, das Sie verdienen, beispielsweise über Leerverkäufe, das ist dann sozusagen die verdiente Rendite durch die Aufdeckung eines Missverhältnisses. Ich denke, wenn man die Mitglieder hier in der Gruppe Wall Street Bets fragen würde, die sind das sicherlich ein bisschen anders, sind nicht die besten Freunde. Auch die Hedgefonds, glaube ich, die mögen die Jungs hier von Wall Street Bets, meistens junge Leute, die noch relativ wenig Börsenerfahrung haben, denen es weniger ums Investieren, denn ums schnelle Geld, sprich ums Spekulieren geht. Die mögen sich nicht so besonders. Insbesondere dann nicht, wenn die Hedgefonds ja sich eine blutige Nase geholt haben, weil, und das dachte auch am Anfang ich, das kann doch nicht lange so gut gehen. Wir werden dann noch gleich sehen, dass es eine absolut fundamentale Entkopplung gibt zwischen dem Aktienkurs und dem, was die Aktie eigentlich fundamental betrachtet wert sein sollte, also wo der Aktienkurs stehen sollte. Und da liegt der Gedanke nahe zu sagen, hey, das muss doch mal bald wieder runterkommen. Haben sich auch Hedgefonds gedacht, Melvin Capital, Light Street und andere, und die haben sich eine blutige Nase geholt. Wenn wir uns gleich anschauen, wie das mit den Aktienkursen aussieht. Vielleicht auch schon jetzt, beziehungsweise eine ganz kleine Geschichte, wann hat das Ganze seinen Ursprung genommen? Im Dezember letzten Jahres habe ich zum ersten Mal hier so einen Artikel wahrgenommen, wo dann erklärt wird, was es mit diesem Meme auf sich hat. Waren auch noch die Hintergründe. Wir sind hier beim Artikel von Bloomberg, wo dann auch erklärt wird, was Neobroker da noch für eine Rolle spielen mit dieser Gamification, dass die auch junge Leute sozusagen anziehen, an die Börse locken mit spielerischen Elementen da auf dem Handy und es kostet kaum Geld und man kann schon mit Kleinstbeträgen in Anführungszeichen handeln. Gut, dann kam natürlich noch Corona dazu, dann kamen noch die Corona-Schecks in den USA, wo es auch seinen Ursprung nahm, all diese Geschichten. Schauen wir uns mal eine dieser Aktien an. Ach, apropos Amerika bzw. USA, mittlerweile schwappt es ja auch zu uns rüber. Stichwort Windeln.de und ich habe jetzt auch gelesen, in Dänemark haben wir auch schon Meme-Aktien. Orpharzym, habe ich nie was gehört vorher von. Irgend so eine kleine Biopharma-Firma, die ist wohl auch schon so ein paar hundert Prozent gehypt worden. Nun gut, wir haben hier GameStop, die Mutter aller Meme-Aktien, wenn man so möchte.
Und ja, schau dir den Kursverlauf hier an. Lange Zeit doch recht enttäuschend gewesen, vor allem wenn man es logarithmisch macht, sieht man es sehr gut. Dann, was macht GameStop? Die verkaufen Computerspiele. Computerspiele sind nicht out, aber die machen das halt noch im klassischen Einzelhandelsstil oder haben es gemacht. Die ändern jetzt ihre Strategie, auch in Online-Distribution. Naja, jedenfalls kam Corona, die Läden wurden geschlossen, die Umsätze brachen ein, es wurden dann Verluste geschrieben und da war das Unternehmen so richtig in der Krise. Der Aktienkurs ist bis auf unter 4 Dollar eingebrochen. Und wenn man jetzt mal guckt, was da für eine Rendite möglich war hier von Juli bis Januar, also gerade mal 6 Monate, Renditen von um die 8.000%. Und wenn man das liest oder hört, dann hat es ja schon eine gewisse Anziehungskraft, da vielleicht mitzumachen, mitzumischen und mitzuverdienen. Und was hier überraschend ist, ist, dass sich das Ganze dann doch gehalten hat. Also, der Aktienkurs ist dann zurückgegangen und zwar richtig gehend eingebrochen. Das, was ich persönlich auch erwartet hätte, dass dieser Hype nicht andauern kann. Wir werden uns nachher noch das Fundamentale anschauen, was die Aktie eigentlich wert ist, fundamental betrachtet. Ist dann eingebrochen, circa 90% oder knapp 90%. Und dann aber wieder hier, Meme schlägt zurück oder die Meme-Community schlägt zurück. Jetzt ist der Aktienkurs wieder bei 230 US-Dollar jenseits von Gut und Böse. Bevor wir uns angucken, was so Aktien eigentlich wert sind, wie GameStop, eine Geschichte noch, Stichwort selbsterfüllende Prophezeiung. Denn dadurch, dass der Aktienkurs jetzt nicht ganz kurz, sondern relativ lange schon so weit oben bleibt, ist das eine Fügung für die krisengebeutelten Unternehmen wie GameStop oder auch AMC. Denn die können jetzt neue Aktien auf den Markt schmeißen zu horrenden Preisen und können so Eigenkapital einsammeln und ihre ja malträtierte Bilanz deutlich verbessern. Im Fall von, das habe ich mir aufgeschrieben, GameStop haben die Kollegen 3,5 Millionen Aktien auf den Markt geworfen. Ende April haben dafür 552 Millionen US-Dollar bekommen. Und das war am 26. April, wenn ich mich richtig erinnere, am 30. April haben sie dafür Anleihen mit einer Nominalverzinsung von 10% getilgt, also schneller getilgt, als das normalerweise möglich gewesen wäre. Und dadurch ihre Bilanz entschuldet. Und es waren Anleihen im Wert von 216 Millionen US-Dollar, die sie quasi zurückgekauft haben, sodass sie diese Zinsen nicht mehr bezahlen dürfen. Sie haben also ihre Bilanz gestärkt. Und dann sind sie noch immer über 330 oder so Millionen US-Dollar über. Und dieses Geld können sie stecken in die Restrukturierung ihres Unternehmens, also von GameStop. Und das wäre normalerweise nicht möglich gewesen ohne diesen Meme-Hype, der den Aktienkurs so gen Norden geschickt hat. Und dadurch hat das Unternehmen jetzt tatsächlich bessere Karten und es sieht fundamental tatsächlich besser aus. Also man kann es dann auch hier im Qualitätscheck, sieht man schon die ersten positiven Auswirkungen. Und zwar hier, die Schuldenquote geht wieder runter. Man sieht auch, dass die Schulden, die zu verzinsenden Schulden nach unten gehen hier. Sie sinken tatsächlich. Und gucken wir mal, wie es mit dem Cash aussieht. Hier, der Cash steigt, die Schulden sinken. Und hier die Aktien sind wieder neu ausgegeben worden. Das ist gestiegen um so 3,5 Millionen. Und das wäre nicht möglich gewesen ohne diesen Meme-Hype, der also, wie gesagt, das fundamentale Bild mittlerweile schon zum Positiven ändert. Jetzt natürlich dann die Frage, ja, sind die Jungs von Wall Street Bets dann so kleine, ja, Messias oder Könige, beziehungsweise sind das Genies? Ist der Aktienkurs im Extremfall von GameStop tatsächlich 230 US-Dollar wert? Das wäre natürlich in Anführungszeichen genial, wenn die Typen ihre Aktie so pushen können, dass sie sozusagen den Aktienkurs bestimmen, dann auch mittel- oder sogar langfristig. Ist es so? Schauen wir uns das Ganze mal an. Haben wir hier und dazu benutzen wir die Bewertung aus der dynamischen Aktienbewertung. Wir nehmen hier den bereinigten Gewinn dafür und wenn wir uns das Ganze mal anschauen, dann siehst du hier ein durchschnittliches Multiple, also KGV, basiert auf dem bereinigten Gewinn von 13 und 13,2. Und das nehme ich aber nicht, ich will nur das nehmen, 12,6, weil hier war da schon Gewinn schon so niedrig, also 12,6. Und dann
Machen wir nochmal alles rüber, dann korrigiere ich es hier auf 12,6. So, und jetzt schauen wir uns mal den fairen Wert an, bereinigt. Und da ist er, und dann zoomen wir wieder ein bisschen näher ran. Du siehst schon, hier wäre das Unternehmen erstmal nichts wert, weil kein Gewinn gemacht wird, kein Gewinn, kein fairer Wert. So funktioniert diese Aktienbewertung. Falls du mehr wissen möchtest, wie die Aktienbewertung funktioniert, dann ich verlinke hier ein Video für dich. Aber hier haben wir tatsächlich wieder einen prognostizierten Gewinn in Höhe von 1,40 Dollar für das Geschäftsjahr 2024. Also trotz Restrukturierung, trotz neuem Kapitals, was sehr vorteilhaft aufgenommen werden konnte, gehen die Analysten hier nicht davon aus, dass die Gewinne wieder erreicht werden, die vor der Corona-Krise erreicht wurden. Und wenn wir jetzt mal sagen, okay, der Gewinn pro Aktie bei 1,40, dann hätten wir hier einen fairen Wert der Aktie von 17,64 US-Dollar. Also irgendwas, was wir hier auch hatten. Hier haben wir auch so Werte um die 17 US-Dollar, 18 US-Dollar. Und die Aktie wäre dann wieder so viel wert, aber erst im Jahr 2024. Das heißt, wir haben hier nach wie vor eine massive Überbewertung, auch wenn jetzt die Bilanz sich schon etwas verbessert hat. Die Analystenschätzungen werden täglich aktualisiert, abgeglichen mit dem, was Factset sozusagen einsammelt von den Brokern, ist also aktuell. Und interessant ist jetzt hier das Abwärtspotenzial in Höhe von minus 92,3%. Also falls der Aktienkurs wieder auf eine fundamentale, faire Bewertung zurückkehren würde, das sieht man, dass man hier eine Menge Geld verlieren kann. Und es ist die Gefahr, dass das Motto, den letzten beißen die Hunde, sich hier auch bewahrheiten wird. Ähnlich sieht es dann zum Beispiel aus bei AMC, dieser Kinokette. Die haben jetzt übrigens auch die Gunst der Stunde genutzt und neues Kapital günstig eingesammelt. Hier siehst du, was für massive Verluste die jetzt geschrieben haben. Diese Aktie bewertet man dann am besten über den operativen Cashflow. Das können wir auch mal machen. Gucken wir uns mal gleich hier an, was das für einen fairen Wert dann hätte, die Aktie. Und du auch siehst auch hier, operative Cashflow ist erstmal negativ, aber hier im Jahr 2023 soll es endlich wieder positiv werden. Na, auch schon im Jahr 2022 mit 9 Cent. Naja, und dann siehst du auch hier, was wir für ein Negativpotenzial haben. Ähnlich wie bei GameStop, hier sogar noch ein bisschen mehr. Minus 94,6%, die sind ja auch momentan auf Allzeithoch. Ebenfalls bemerkenswert ist, die haben ein KCV, wie KGV, nur basierend auf dem operativen Cashflow von 5. Selbst als die mal noch Rekord-Cashflows erzielt haben, da wäre dann deren Aktie 28,50 US-Dollar wert gewesen. Und jetzt ist die Aktie aber ungefähr doppelt so teuer, wie sie damals wert gewesen wäre zu den besten Zeiten. Die besten Zeiten werden auf absehbare Zeit nicht erreicht werden. Das zeigt halt, was für eine massive Überbewertung wir da haben. Das heißt, diese selbsterfüllende Prophezeiung, dass die Jungs von Wall Street Bets diesen Unternehmen quasi das Überleben vielleicht erst ermöglichen durch das günstige Geld, was sie im Rahmen von Kapitalerhöhung einsammeln können, das reicht nicht, um diese Aktienkurse zu rechtfertigen. Ja, kommen wir dann auch gleich zum Fazit. Also ich meine, einige Leute werden hier sich eine goldene Nase verdienen an solchen starken gestiegenen Aktienkurse. Wie ich aber schon sagte, den letzten beißen die Hunde. Ich würde nicht in sowas investieren. Das ist für mich absolut unvorhersehbar, wie sich der Aktienkurs entwickeln wird. Das Einzige, was sicher ist, ist, dass der Aktienkurs, solange er so weit oben bleiben wird, recht volatil sein wird. Wer in Aktien investieren möchte und wem was an seinem hart verdienten Geld liegt, der investiert besser in Qualitätsaktien. Und um Qualitätsaktien soll es dann auch wieder in den nächsten Videos gehen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao!